Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Und ich muss sagen, no pressure, right? Weil der Vortrag muss jetzt sitzen. Lieber Herr Tschirer und liebe Damen und Herren, ich würde Sie gerne einfach ein bisschen mitnehmen und in diese Faszination, diese Spannung der Wissenschaft, die wir jetzt gerade erleben in dem Bereich der Suche nach anderen Planeten, die wir ja gerade leben, einfach mitgeben. Aber bevor, möchte ich noch gerne einfach auf das Thema eingehen, das der Herr Tschirer auch angesprochen hat. Die Sprache, weil ich passe hier da fast rein in diesen Bereich, ein bisschen weiter südlich als ganz Süddeutschland, so ganz knapp über der Grenze. Und ich muss sagen, eines der witzigen Sachen, als ich hierher kam, ich habe mir gedacht, ja, Deutschland, Baden-Württemberg, der Herr neben mir im Büro, das Erste, was er zu mir gesagt hat, ist aus dem Norden des Landes, super nett. Das Erste, was er zu mir gesagt hat, war, könnte man vielleicht auf Englisch sprechen? Das heißt, da habe ich mich natürlich dann ein bisschen beschwert, weil ich spreche ja wunderschön Hochdeutsch. Aber wenn Sie was nicht verstehen, einfach winken. Das könnte der Salzburger Dialekt sein. Und was anderes, was ich bitte vorschlagen würde für den zweiten Professor oder den zweiten Chair hier, das ist schon mal das erste Problem. Aber nachdem ich mal den Salzburger Dialekt etwas überwunden hatte, dass mich jemand versteht, kam dann das nächste E-Mail. Und zwar bin ich jetzt seit ein paar Monaten ein Rollenmodell für die Europäische Kommission, für ganz Europa, für Frauen in der Wissenschaft und Forschung. Und ich muss sagen, da bitte einen zweiten Chair, weil von einem Tag auf den anderen auf einmal alle Antworten auf sämtliche Fragen für Frauen in der Wissenschaft zu haben, ist doch ein bisschen schwierig. Also ich muss sagen, da könnten Sie vielleicht ein bisschen outbranchen mit diesem Nahweg. Aber es ist spannend. Wir hatten eine sehr interessante Kampagne, die jetzt schon gestartet hat, mit viel Lippenstift. Das heißt, es gibt noch Anfangsschwierigkeiten, aber wir versuchen einfach auch rauszukriegen, was sind die Probleme, die auch Frauen zum Beispiel in diesem Männerbereich teilweise doch haben und wie kriegen wir Mädchen dazu, einfach auch zu sehen, wie spannend diese Wissenschaft wirklich ist. Aber jetzt, with no further ado, würde ich Sie ganz gern einfach mitnehmen auf eine Entdeckungsreise. Und was jetzt gerade in den letzten paar Jahren passiert ist, ist, dass wir, anstatt mit einem Glas Wein irgendwo zu sitzen und zu sagen, ma, gibt es vielleicht andere Welten da draußen, gibt es andere Erden, gibt es Leben, aus diesem philosophischen Bereich sind wir jetzt in die Wissenschaft gewandert. Das heißt, wir haben diese Suche oder diese Planeten messbar gemacht. Vorher war immer die Idee, die Griechen haben schon gefragt, bah, es kann doch gar nicht sein, dass wir das einzige Leben sind in unserem Universum. Und das wissen wir noch nicht. Aber was wir wissen und was ich Ihnen heute zeigen werde, ist, dass wir Hunderte, schon Tausenden von Planeten da draußen schon entdeckt haben. Und darunter die ersten kleinen Planeten. Und heute um 8 Uhr sollten Sie vielleicht ein bisschen in die Nachrichten reinhören. Da gibt es ein ganz interessantes Nature Paper, das heute um 8 Uhr Press Release vorgestellt wird, um einen Planeten gar nicht so weit weg von uns, der sehr interessant ist, noch immer sehr heiß. Aber ich darf leider nichts sagen, weil sonst darf ich nämlich keine Kommentare mehr machen. Okay. Sieh, darum ist es gut, dass der Markus da ist und das Haus der Astronomie. Das heißt, das fällt mir dann nicht auf den Kopf. Also was heute, ich sage, es war seine Schuld. Was heute, also um 8 Uhr, was Sie hören werden, ist einfach, dass wir jetzt den ersten kleinen Planeten, also circa die Masse unserer Erde, um unseren nächsten Stern gefunden haben. Extrem heiß, also denken Sie bitte nicht an Leben. Aber was wir finden ist, dass wenn es einen gibt, gibt es ganz, ganz oft sehr viele. Und das heißt, jetzt versuchen wir die aufzuspüren in diesem System, die einfach noch weiter weg von ihrem Stern und deshalb kühler sind. Das ist wie beim Lagerfeuer, wenn Sie näher dabei stehen, ist es wahnsinnig heiß. Wenn Sie weiter wegstehen, kann es so kühl sein, dass es Wasser gibt. Also jetzt haben wir in unserem nächsten Stern, und ich zeige Ihnen gleich die Skalierungen, den ersten Planeten, heute um 8 Nature Paper, gefunden. Das war eine Schweizer Gruppe und das macht es extrem spannend, weil das heißt, mit unserer Technologie ist der nächste Stern eigentlich fast der einzige, den wir erreichen in der nächsten Zukunft. Aber bevor wir mal in das Ganze gehen, möchte ich Ihnen einfach mal ein bisschen ein Gefühl geben. Das ist unsere Erde, das sind Aufnahmen von einem Satelliten, der bei unserer Erde vorbeigeflogen ist, zum Merkur geflogen ist, das Messenger. Hier kriegen Sie erstmal den Titel, auf der Suche nach der zweiten Erde. Und jetzt möchte ich Sie einfach gern mitnehmen
und diesen Planeten weit weg finden. Das heißt, wir gehen von diesem Planeten weg. Sie sehen keine Kontinente mehr, keine Wolken mehr, sondern sie finden diesen Planeten als ganz, ganz kleinen weißen Punkt sehr, sehr weit weg. Und das, wie gesagt, sind Daten, ein Bild unserer Erde, wie wir uns von ihr wegbewegen. Und wir versuchen so einen Planeten um Sterne außerhalb von unserem Sonnensystem zu sehen. Und das ist einfach, damit Sie sich ein bisschen einordnen können. Also you are here, das ist unsere Galaxie. Sie sehen in der Mitte sehr, sehr viele Sterne um ein schwarzes Loch. Und wir sind circa ein Drittel draußen. Das ist das you are here. Das heißt, wir sitzen in einem Arm dieser Galaxie. Und ich habe Ihnen zuerst gerade gesagt, dass wir einen Planeten um einen unserer nächsten Sterne gefunden haben. Und das Interessante dabei ist einfach der Größenvergleich. Wenn Sie sich unser System vorstellen, unser ganzes Sonnensystem, einfach damit man ein Gefühl hat für die Größe des Planeten und der Sterne, wenn unsere Sonne so groß wie eine Grapefruit wäre, dann wäre unser Planet so groß wie ein Senfkorn, ja, unsere Erde. Einfach, warum ist es so schwer, diese Dinger zu finden? Weil sie einfach klein sind und nicht so heiß, das heißt, sie leuchten nicht selber. Es ist schwer, das Ganze zu finden. Aber wenn Sie es jetzt schrumpfen würden, weil wir sagen ja, wir suchen nicht diese Planeten in unserem System, sondern am anderen. Wenn Sie unsere Sonne von dieser Grapefruit jetzt auf ein Zuckerkorn schrumpfen würden, das können Sie gar nicht sehen, dann ist unser Sonnensystem so groß wie dieses Keks. Unser ganzes Sonnensystem, alle Planeten in diesem Keks. Und normalerweise habe ich Keks für alle mit, aber dieses Mal leider nicht. Sie müssen dann auf den Caterer draußen warten. Aber das nächste Mal, wenn Sie einen Keks essen, also alle Planeten in diesem Keks, die Sonne ist so groß wie ein Zuckerkern. Aber das Wichtige ist, in dieser Skalierung, Sie wissen, wir sind gerade zum Mars geflogen, das hat 6 Monate gedauert circa, in diesem Keks, ist der nächste Stern überhaupt, der normalerweise, sage ich, einen Planeten haben könnte. Jetzt sagen wir wissen, dass der einen Planeten hat, mindestens einen, die anderen haben wir noch nicht gefunden. Der ist in dieser Skalierung 2 Fußballfelder weg. Wenn unser System so groß ist. Und darum ist es so wichtig, die nahen Planeten zu finden, damit wir die wirklich charakterisieren können. Weil je weiter Sie diesen Punkt wegschieben, desto lichtschwächer wird er und desto größere Teleskope brauchen Sie, um genug Licht einzufangen, damit Sie schauen können, ob da Sauerstoff zum Beispiel oder Wasser in der Atmosphäre ist. Und was ich Ihnen hier zeigen möchte, ist das weitest weg aufgenommene Bild unserer Erde. Also was Sie hier sehen, ist ein Bild unserer Erde, das hat Carl Sagan aufgenommen. Das ist mit Voyager aufgenommen worden, das 1977, in dem Jahr, in dem ich geboren worden bin, weggeflogen ist. Und jetzt denken Sie mal an die Digitalkamera von 1977. Die waren nicht so besonders gut. Und das heißt, dieses Bild, das ist jetzt am Rand unseres Sonnensystems. Wenn Sie in diesem Keks sind, verlassen wir gerade dieses Keks. Das Licht braucht 5 Stunden bis zu Ihnen. Von der Sonne braucht es Licht 8 Minuten, vom Mars gerade circa 14 Minuten. 5,5 Stunden weg ist dieses Bild aufgenommen worden. Und damit Sie auch unsere Erde finden, die ist hier. Und natürlich helfen mir die Scheinwerfer im Augenblick, weil sie wissen jetzt, wie schwer es ist, so einen Punkt zu finden, wenn da auch noch was anderes in der Gegend strahlt. Und dann haben wir gesagt, naja, 1977 war die Technologie noch nicht so weit, also haben wir diese Aufnahme nochmal gemacht, also wieder in diesem Keks. Wir sind noch nicht draußen. Und jetzt mit 1990-Technologie sehen Sie die Erde. Das ist der Punkt, wo ich dann immer schaue, ob meine Studenten jetzt schon eingeschlafen sind. Das ist natürlich nicht die Erde, das ist Saturn. Und die Erde, das ist jetzt, wir sind außerhalb von Saturn, wir schauen zurück, wir haben Saturn so gesetzt, dass die Sonne uns nicht blenden kann. Also Saturn blockt jetzt einfach die Sonne aus. Und die Erde, das sieht man noch schlechter, ist hier. Ist ein ganz kleiner Punkt hier. Und warum ich dieses Bild hernehme, ist A, um zu zeigen, dass die Technologie natürlich besser wird, aber es dauert eine Zeit, bis die Technologie bis in den Weltraum vordringt. Und auch sollten Sie sich wundern, warum wir so viele von diesen Gasplaneten finden. Na, schauen Sie sich das Bild an, welchen finden es leichter? Das heißt, es ist einfach eine Technologie im Augenblick. Wir finden die großen Planeten leichter, aber wir finden jetzt immer mehr kleine.
Und wie wir das machen, ist einfach, wir schauen uns den Stern an. Weil die Planeten so klein und schwach sind und wir schieben sie jetzt weit, weit weg von uns. Wir sind in einem anderen Planetensystem. Und was da passiert, ist einfach, wenn ein Planet um einen Stern herum kreist, dann zieht der auch an seinem Stern. Es ist genauso, wie wenn Sie mit einem Hund spazieren gehen. Auch wenn Sie den Hund nicht sehen, sehen Sie, wenn es ein großer Hund ist, dass der Spaziergänger gezogen wird. Und das ist ganz ähnlich beim Stern. Und das verschiebt die Farben des Sterns. Also genauso, wie wenn ein Auto auf Sie zukommt und von weg fährt, verschiebt sich auch der Ton oder eine Ambulanz. Sie hören es verschieden, diese Dopplerverschiebung. Oder die andere Methode ist, wenn man zufällig gerade so auf das System draufschauen, das System sich vor, der Planet sich vor den Stern schiebt und einen Teil dieser heißen Sternenoberfläche einfach abdeckt. Das heißt, der Stern erscheint dann kühler für ganz eine kurze Zeit, während der Planet sich vorhin schiebt. Und wenn der Planet sich vorhin schiebt, können wir rauskriegen, wie viel von dieser Sternoberfläche, von dieser heißen, abgedeckt wird. Das heißt, Sie können sagen, ist der Planet erdgroß, ist er so groß wie Jupiter? Einfach, wenn er riesig ist wie Jupiter, deckt er mehr vom Planeten ab und Sie haben ein größeres Signal, also der Stern wird viel schwächer. Und dadurch kann man sowas sagen. Und je nachdem, wie massiv er ist, zieht er an dem Stern natürlich mehr. Ein kleiner Planet macht so eine Dopplerbewegung, also da macht der Stern so eine Ausgleichsbewegung, während wenn sie einen massiven Planeten hat, dann wackelt der Stern oder macht der Stern eine ziemlich große Ausgleichsbewegung. Und mit diesen zwei Sachen haben Sie jetzt aber schon die mittlere Dichte von diesem Planeten, den Sie gefunden haben. Und das kann man sich so vorstellen, Sie haben eine riesen Badewanne und Sie werfen den Planeten rein. Wenn er so wie die Erde ist, sinkt er, mittlere Dichte größer wie Wasser. Wenn er wie Saturn ist, schwimmt er oben auf diesem Wasserbad. Das heißt, Gasplanet wie Saturn oder wie die Erde wird sinken. Einfach, Sie können aus dem Radius und der Masse rauskriegen, ob das Ding ein Fels ist wie die Erde oder ob es ein Gasplanet ist wie zum Beispiel Saturn. Und jetzt habe ich aber gesagt, es ist um einiges leichter, wenn Sie sich das vorstellen, ob was zieht oder ob ein Teil der Oberfläche des Sterns abgedeckt wird, es ist um einiges leichter, die großen, schweren Planeten zu finden. Das heißt, wenn Sie es aufzeichnen, würden Sie sagen, okay, da, wo diese großen Jupiterplaneten sind, müsste man sehr viele haben. Und da, wo die kleinen sind, weil wir nur einen Prozentteil von denen finden, weil es einfach sehr schwer ist und wir größere Teleskope brauchen, gibt es ganz wenige. Aber wenn Sie es aufzeichnen, dann kriegen Sie das raus. Und zwar, was Sie hier sehen, ist unten der Radius des Planeten. Sie haben rechts so circa 10, das ist Jupiter. Und links in diesem gestrichelten Bereich haben Sie die Erde, einen Erdradius. Und Sie sehen, dass Sie wahnsinnig viel mehr, also die Y-Achse oder da rauf, ist einfach, wie viele von diesen Sternen, wie viele von diesen Planeten wir gefunden haben. Und Sie sehen, es gibt viel, viel mehr von den kleinen als von den großen. Das ist einfach auf dieser Richtung hier, die kleinen Planeten, gibt es viel, viel mehr als von den großen. Jetzt ist aber die Frage, das kann nur gehen, weil wir finden hier nur einen kleinen Prozentzahl der kleinen, also wir finden, sagen wir mal, 10% aller kleinen haben wir gefunden, aber wir haben jetzt schon 80-90% aller großen. Das heißt, es kann nur gehen, wenn es so viel mehr von den kleinen Planeten da draußen gibt, damit unsere Verteilung einfach so ausschaut, dass 10% der kleinen mehr ist als 90% aller großen da draußen. Und was es das einfach spannend macht, ist zu sagen, na, wenn es so viele kleine gibt, dann sollte es doch auch welche geben in dem richtigen Abstand, dass es dort vielleicht flüssiges Wasser auf der Oberfläche geben könnte und dadurch die Bedingungen für Leben gegeben sein könnten. Und hier habe ich Ihnen ein paar Nummern aufgeschrieben. Wir haben 800 Exoplaneten, die sind schon confirmed, also da haben wir alle Tests gemacht. Das heißt, es sind Planeten und wir haben noch Tausende in der Warteschlange, weil wenn Sie Tausende von Planeten haben und in der Wissenschaft wie immer sehr genau vorgehen müssen, um rauszukriegen, dass es keine anderen Effekte sein können, dann dauert es natürlich ein bisschen, bis man alle verifiziert hat. Jetzt haben Sie diesen Planeten und jetzt wissen Sie, es ist ein Fels. Sagen wir mal so, also wir haben schon eine Handvoll Planeten, die sind Felsen. Jetzt ist die nächste Frage, naja, aber wenn es dort Wasser gäbe, wenn es dort Leben gäbe, wie würden es denn da überhaupt drauf kommen? Weil, wie gesagt, diese Planeten sind sehr, sehr weit weg, Fußballfelder. Und was sie machen,
wie in der Astronomie ganz normal üblich, wir kriegen unsere ganze Information durch Licht. Weil das Licht, wenn sich dieser Stern jetzt, wenn sich der Planet vor den Stern schiebt, wird ein Teil des Sternenlichts durch die Planetenatmosphäre gefiltert, bevor es zu ihnen kommt. Und in der Planetenatmosphäre gibt es Moleküle, so wie Sauerstoff, und die schwingen mit einer ganz charakteristischen Energie. Und Licht hat natürlich in jeder Farbe eine ganz charakteristische Energie. Das heißt, der Teil fehlt, der dieses Molekül gerade anregt. Und dadurch kriegen sie Absorptionslinien rein und können durch das Licht des Planeten allein rauskriegen, welche Atmosphäre dieser Planet hat. Und das ist jetzt einfach das Licht des Planeten aufgespalten in die Farben, das steht jetzt Wellenlänge drunter. Und oben sehen Sie, der Planet schiebt sich vor den Stern, ein Teil des Lichts wird durch den Stern, durch die Planetenatmosphäre gefiltert. Und wenn Sie jetzt eine ganz gerade Linie hätten, überall ist es gleich hell, in jeder Farbe ist es gleich hell, keine Absorptionslinien, dann wissen Sie, es gibt keine Atmosphäre. Aber wenn Licht fehlt, wenn da was rausgebissen ist aus diesem Spektrum, dann wissen Sie ganz charakteristisch, welche Atmosphäre, welche Gase in der Atmosphäre sind. Und Sie suchen nach Wasser, Sauerstoff und einem reduzierenden Gas wie Methan. Das sind die Spuren von Leben auf unserer Erde und die Spuren von Leben, wie wir sie kennen, auf anderen Planeten. Und die Frage ist jetzt, Sie suchen, wo suchen wir denn? Suchen wir im Ganzen, in unserer ganzen Galaxie? Unsere Galaxie, wenn Sie wollen und sich das einfach mal vorstellen, wie viele Sterne da drinnen sind, nehmen Sie alle Sandkörner zusammen, alle Kieselsteine, alle Steine, die Sie hier auf unserer Erde finden, sind nicht so viele, wie wir Sterne haben in unserer eigenen Galaxie. Das heißt, wenn wir die alle machen würden, würde man doch ziemlich viele Leute brauchen, die das machen und auch sehr große Teleskope. Das heißt, wir beschränken uns auf die Nähe der Sonne. Und wir schauen uns mit einer NASA-Mission, die heißt Kepler, die ersten 150.000 dieser Sterne an, um zu schauen, ob sie sich verdunkeln und dadurch die Planeten zu finden, die sich vor den Stern schieben. Und wenn Sie sich vorstellen, wie viel das ist, da ist unsere Sonne, wir schauen in einen Bereich des Himmels und Sie können einfach einen Tennisball nehmen, die Hand ausstrecken, schauen Sie rauf in den Himmel, das ist die Fläche, die wir im Augenblick absuchen mit der Kepler-Mission. Das heißt, wir haben schon tausende Planeten in dieser kleinen Fläche und hunderttausende von Sternen. Es wird wahnsinnig interessant. Hier habe ich Ihnen einfach mal eine Animation mitgebracht und Achtung, das sehen Sie natürlich nicht so, aber das ist eines dieser ersten Systeme, die Kepler gefunden hat. Und Sie sehen, da kreist nicht nur ein Planet, das ist Kepler 11, sondern da kreisen sechs. Und diese sechs Planeten, also die sieht man dadurch, dass sich der Stern charakteristisch immer mit einer gewissen Periode verdunkelt. Aber wenn Sie dieses System aufdrehen würden, also Sie schauen jetzt einfach von oben drauf, A, würden Sie keinen Transit sehen, also Sie würden keine Verdunklung sehen. Das heißt, die Planeten, die wir kriegen mit Transits, sind überhaupt nur 10% von allen, die es da draußen gibt. Und wenn Sie sich das ganze Verteilung anschauen, dann sind die sechs Planeten dichter gepackt als die Planeten in unserem Sonnensystem, weil sie innerhalb der Venusbahn sind. Fünf von denen innerhalb der Merkurbahn, unseres nächsten Planeten, der Sonne. Und das heißt einfach, es scheint Planeten überall zu geben, besonders kleine. Und so sieht es aus, wenn ein Künstler dann denkt, so, wie sieht das jetzt aus? Und so sieht es aus, wenn Nature dann denkt, ach, das ist doch eine der ganz wichtigen Errungenschaften unserer Zeit, dass wir jetzt die ersten Systeme, Planetensysteme um andere Sterne finden, die uns zeigen, dass unser System gar nicht so einzigartig ist, wie wir uns das am Anfang gedacht haben. Und wenn Sie sich vorstellen, wie das sowas klingt, das ist einfach, wenn Sie jedem Planeten einen Ton geben, umso höher, je weiter er weg ist und sich dieses System einfach jetzt akustisch anhören. Das heißt, wenn immer der Planet vorbeigeht, hören Sie einfach einen Ton, je nachdem, wie weit er weg ist. Und das hat mit Wissenschaft jetzt nichts zu tun, aber es ist doch sehr schön, einfach eine andere Einstellung zu haben und auch Kunst und Klänge mit Planeten verbinden zu können. Und nur damit Sie mal ein Gefühl haben, wie viele von diesen Planetensystemen haben wir,
Das sind einige von diesen 400, die wir schon gefunden haben. Systeme, die 3, 4, 5, 6 Planeten haben, bis zu 8 wie in unserem System. Und Sie sehen, die sind ganz verschieden. Es gibt große Planeten, kleine. Und wir lernen ganz, ganz viel über, wie Planeten geboren werden, durch einfach diese Entdeckungen. Und das Letzte, was ich Ihnen jetzt noch zeigen möchte, ist, ein paar von denen sind schon in diesem richtigen Abstand. Was Sie hier sehen, ist einfach der Stern aufgetragen, also unsere Sonne ist ganz oben, Sun, und dann gibt es kühlere Sterne und es gibt auch heißere. Aber je nachdem, also wenn der Stern kühler wird, das ist jetzt links unten diese Distance from Star in Astronomical Units, ist einfach nur, wie weit sie weg sind vom Stern. Und Sie sehen, wenn es ein kleiner Stern ist, diese blaue Linie verschiebt sich zum Stern hinzu, wie beim kleinen Lagerfeuer. Sie wollen näher dabei stehen, damit es gleich warm ist. Beim Riesenlagerfeuer wollen Sie natürlich weiter wegstehen, damit es gleich warm ist. Aber in dieser habitablen Zone, wo wir Wasser flüssig auf der Oberfläche haben könnten, gibt es schon die ersten Planeten, die potenziell felsartig sein könnten. Das wissen wir noch nicht genau, weil sie sich nicht vor den Stern schieben. Sie ziehen nur an dem Stern, also wir haben sie mit dieser Radial Velocity Methode, aber nicht mit dem Transit. Also wir können nicht sagen, ob die jetzt wirklich ein Fels sind, aber von aller Theorie her sollten sie ein Fels sein. Und die Frage ist dann auch, was können wir denn dadurch lernen? Weil wir können unsere eigene Erde ja auch in Kontext setzen. Wir haben ja nur unsere Erde. Und wir haben eigentlich, wir wissen nicht, was die Zukunft wirklich bringt. Wir haben Modelle und wir haben Fossilien, die uns etwas über die Vergangenheit erzählen. Aber was Sie hier sehen, ist einfach, wenn man gern wüsste, welche Entwicklungsstufe hätte denn so ein Planet, kann man auch das Licht hernehmen. Einfach um rauszukriegen, ob es dort jetzt ganz primitives Leben gibt wie Bakterien, oder doch schon Dinosaurier oder doch schon höher entwickeltes Leben. Und Sie haben da gerade Einstein ausgestochen. Aber das Interessante ist, wenn Sie einfach eine 24-Stunden-Uhr nehmen für das Leben, dann sind wir in den letzten paar Sekunden. Aber Leben hat es schon die ganzen 24 Stunden fast gegeben, also die 4,5 Milliarden Jahre lang. Und es gibt Leben eben ganz primitiv, das die Atmosphäre verändert, und dann weiterentwickeltes Leben, das die Atmosphäre verändert. Und was Sie rauskriegen können, ist, dass dieses Leben, diese Gase, die es produziert, einen ganz charakteristischen spektralen Lichtfingerabdruck mehr oder weniger machen. Für meine Studenten sage ich dann immer, es ist wie Sherlock Holmes oder CSI oder was gerade ganz spannend im Fernsehen läuft. Aber jeder Planet hat ein ganz charakteristisches, jede Moleküle in der Atmosphäre haben ganz charakteristische Lichtabsorptionslinien und dadurch einen charakteristischen Fingerabdruck. Und wenn man das für die Erde durch die Zeit nimmt, also oben haben Sie die Erde ganz jung, Sie sehen sehr viel Ozeane, dann haben Sie die Erde circa in der Halbzeit, Sie sehen schon die Vulkane, es wird das erste Sauerstoff erzeugt durch Bakterien, und unten haben Sie die Erde, wie sie jetzt ist. Und Sie sehen, dass dieser spektrale Fingerabdruck, wenn Sie einfach das Licht wieder aufspalten in seine Farben, sich ändert mit der Evolution des Planeten. Hier haben Sie eine ganz alte Erde oben. In der Mitte haben Sie eine Erde circa halb so alt wie jetzt, und das ist jetzt. Und von der Hälfte der Zeit des Alters der Erde aus können Sie schon sagen, dass es auf diesem Planeten Leben gibt. Davor können Sie es nicht eindeutig sagen, weil auch geologische Prozesse sowas hervorsuchen könnten. Aber es ist sehr spannend, dass wir gar nicht diese letzten paar Sekunden brauchen, wo es uns gibt, hochentwickeltes Leben, um rauszukriegen, dass es auf einem Planeten wie auf der Erde schon Leben gäbe. Und das war eigentlich die Nachricht, die ich Ihnen mitgeben möchte. Wir finden Tausende von Planeten, die scheint es überall zu geben. Es gibt viel mehr kleine als große, was auch super ist. Das heißt, Erden scheinen, oder Venusse, wir können noch nicht sagen, was Erden sind, scheint es im Übermaß zu geben. Und was für mich einfach so wahnsinnig spannend ist, dass wir durch das Licht allein rauskriegen können, was auf diesen anderen Welten geschieht oder wie die Atmosphären sind, ob es welche gibt, wo wir atmen könnten, wo es welche gibt, wo Leben gerade vielleicht entsteht, welche, die schon weiter in der Entwicklung sind als die Erde. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich immer gesagt, ach, ich hätte gern gelebt, wie die Mondlandung war. Das war als Astronom, es ist immer was Schönes, ich hätte gern die Mondlandung gesehen. Aber ich würde es nie mehr eintauschen, weil wir die Generation sind, die die ersten Spuren
von anderen Erden und potenziell vielleicht sogar Leben auf anderen Planeten finden. Und für mich persönlich ist das eine der faszinierendsten Fragen, die mich und schon die alten Griechen bewegt hat. Vielen herzlichen Dank.